Dieses Video handelt davon, wie wir unser Interview mit Herr Professor Dr. Berger vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet haben. Die Fragen haben die Teilnehmenden selbst formuliert und sich dafür interessiert. Sie haben sich sehr auf den Ausflug und auch auf das Kennenlernen mit Herr Berger an seinem Arbeitsplatz gefreut. Mein Name ist Lutz Berger. Ich arbeite an der Universität Kiel im Seminar für Orientalistik in der Abteilung für Islamwissenschaft. Und jetzt fange ich mit der ersten Frage an. Was macht Religion aus? Religion hat verschiedene Funktionen im Leben eines Menschen. Religion dient zunächst einmal zu dem, was Leute mit einem Fremdwort Kontingenzbewältigung nennen. Religion dient dazu, dass Menschen damit fertig werden, dass sie in ihrem Leben nicht alles unter Kontrolle haben, dass ganz viele Dinge im Leben passieren, die unangenehm sind, die furchtbar sind, in denen man sich allein fühlt, in denen man sich schwach fühlt. Man ist krank, man hat keine Freunde, man ist arm, man muss sterben. Und in all solchen Dingen hilft Religion, in all solchen Lebenslagen hilft Religion Menschen, mit diesen Lagen zurechtzukommen, indem Menschen den Glauben haben, dass ein Gott oder mehrere Götter, je nachdem welcher Religion sie angehören, an ihrer Seite stehen und dass sie bestimmte Dinge tun können, damit dieser Gott sich ihnen zuwendet und sie unterstützt oder damit diese Götter sich ihnen zuwenden und sie unterstützen bei ihrem Versuch, mit dieser schwierigen Lebenslage zurechtzukommen. Und manche Religionen, wie etwa das Christentum oder der Islam, helfen eben sogar, wenn es daran geht zu sterben, weil Christen und Muslime glauben, dass nach dem Tod für die Gläubigen ein anderes, ein besseres Leben auf die Menschen wartet. Das ist ein Punkt. Also Religion hilft, mit schwierigen Situationen im Leben zurechtzukommen und das Gefühl zu haben, dass man nicht alleine ist, auch wenn man eigentlich alleine ist. Ich habe eine Frage. Meine Frage lautet, gibt es Seiten, die Salafisten unterstützen? Sie meinen politische, also Staaten oder... Zum Beispiel Länder oder Religionen und so. Ja, natürlich. Wobei ist, wenn man den Begriff Salafismus verwendet, zunächst mal sehr wichtig ist zu sagen, dass Salafismus ganz, ganz viele verschiedene Sorten von religiösem Handeln, von religiöser Praxis, also religiösem Leben beinhaltet. Salafisten können sehr, sehr unterschiedlich sein. Was ist die Anziehung bei ISIS bzw. Salafismus und die Vorteile? Das kommt darauf an, wer Sie sind und wo Sie herkommen. Wenn Sie im Irak leben, da wo die Gruppe nun herkommt, dann ist ziemlich klar, dass der Erfolg der Gruppe darauf beruht, dass nach der amerikanischen Invasion Iraks im Jahr 2003 die amerikanische Regierung eine ausgesprochen unkluge Besatzungspolitik durchgeführt hat. Sie hat von Anfang an die Meinung vertreten, dass alle Leute, die mit dem alten Regime zusammengearbeitet haben, die in irgendeiner Weise mit Saddam Hussein und seiner Partei verbunden waren, dass die im Irak jetzt in Zukunft nichts mehr zu sagen haben sollen. Auch wenn Herr Berger uns viele Informationen gegeben hat, ist unsere Reise nicht fertig. Dieser Ausflug war auf keinen Fall nur trocken und akademisch. Wir haben uns heute mit dem Professor Lutz Berger getroffen und wir haben ihn interviewt, wir haben ihm auch Fragen gestellt und wir haben vieles von ihm erfahren über Religion und über den Islam und über Konflikte. Ich habe ein paar Videos gemacht. Und über die Kriege, die wegen der Religion so entstehen und so. Das war sehr interessant eigentlich.